Dann der zweite Gesetz der Hierarchie oder der Nachfolge ist, dass derjenige, der in dem System als Erster war, der ist größer oder wichtiger als der, der nach ihm gekommen ist. Ich heiße Jan Bili und ich arbeite hier in Prag seit 10 Jahren als Coach und Familienaufsteller und ich mache auch Systemaufstellungen. Systemaufstellungen sind, das ist eine Technik oder eine Methode von Coaching, von Persönlichkeitswachstum und von Therapie. Es kann auch benutzt werden als Therapie. Und man kann diese Methode sehr gut zum Untersuchen von Beziehungen, zum Beispiel in Firma oder in Business-Situationen, anwenden. Vielleicht ganz kurz, wie so eine Firmenaufstellung oder Systemaufstellung funktioniert. Wir nehmen für jeden Teil der Firma nehmen wir einfach einen Stellvertreter, einen Mensch, der eigentlich nichts von der Firma wissen muss. Und wir machen aus diesen Menschen so eine Art von Gruppe oder Bild, wie ich das empfinde, diese Verhältnisse in der Firma. Dass zum Beispiel, wenn der Chef dann in der Firma nicht vorhanden ist, nicht da ist, da steht er außerhalb von der Gruppe. Ne? Und anhand von dieser Aufstellung können wir dann mit dem System arbeiten und wir können dann untersuchen, was in dem System fehlt, was schief geht, was schief gegangen ist, was da nicht beachtet wurde und solche Sachen. Es gibt drei Hauptgesetze. Das ist das Gesetz der Zugehörigkeit, das ist das Gesetz der Nachfolge und das ist das Gesetz des Gebens und Nehmens. Die Zugehörigkeit bedeutet, dass jeder, der zu der Firma oder zu dem System gehört, muss anerkannt werden. Das heißt, er muss seinen Platz bekommen. Wenn es da zum Beispiel eine Putzfrau gibt, die angeschaut wird, die ist nicht so wichtig, die gehört eigentlich nicht zu uns. Ne? Und sie wird nicht anerkannt, ihr Platz in der Firma wird nicht anerkannt, dann macht das meistens Schwierigkeiten. Dann der zweite Gesetz, der Gesetz der Hierarchie oder der Nachfolge ist, dass derjenige, der in dem System als Erster war, der ist größer oder wichtiger als der, der nach ihm gekommen ist. Das ist auch in Firmen sehr wichtig, weil zum Beispiel, wenn wir Situationen haben, wo ein neuer Chef in die Firma reinkommt und dann sagt, so Jungs, mein Vorgänger, der hat alles falsch gemacht, ne? Das war ein Idiot, ne? Und ich mache jetzt mal alles ganz anders. Dann heißt es, dass er ihn nicht anerkannt, dass er ihn nicht würdigt. Ne? Und da ist vielleicht sehr wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass dieser neue Chef, konnte nur deshalb zu der Firma kommen, wenn der Alte ihm Platz gemacht hatte. Das heißt, dass er sozusagen dem alten Chef seinen Platz verdankt. Das heißt, das ist ein praktisches Beispiel für diese zweite Regel. Und die dritte Regel ist, dass das Geben und das Nehmen im beidseitigen Ausgleich oder im Ausgleich sein muss. Was zum Beispiel bedeutet, dass die Löhne müssen halt dem entsprechen, was der Arbeiter wirklich für die Firma leistet. Das heißt, wenn jemand umsonst für die Firma arbeitet, dann tut es genauso schlechtes Klima in der Firma, erzeugt es schlechtes Klima,
Genauso wie wenn jemand zum Beispiel 100 Mal das verdient, was halt der Kleinste in der Firma, was halt der Fall ist sehr, sehr oft in großen Konzernen, wo der Spitzenmanager oft 50 Mal so viel verdient wie die kleinen Angestellten. Ne? Und das schafft in der Firma auch schlechtes Klima.